Herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und heute geht es darum, Formgehölze zu schneiden. Also ganz konkret hier diesen Etagenbaum, der, wie man sieht, ein bisschen außer Form geraten ist. Also normalerweise bin ich ja ein sehr großer Freund davon, wenn die Gehölze und Sträucher und was weiß ich da alles so wachsen, wie es ihnen ganz gerne gefällt. Aber hier ist natürlich der Unterschied, es ist ein Etagenbaum, der im Vorgarten steht, der sehr dekorativ ist und auch weiterhin so aussehen soll. Und das tut er natürlich nicht, weil man sieht, hier ist überall der neue Austrieb. Ich hatte ihn im Mai bereits einmal schon geschnitten gehabt. Nur jetzt haben wir halt Mitte Juli und das Wetter hat dazu beigetragen, dass er sich ganz wunderbar neu entwickelt. Wunderbar für ihn, aber halt für einen Gärtner ist das dann so eine Sache, da muss man dann halt leider ran. Und grundsätzlich werden solche Formschnitte bei solchen Gehölzen immer zwischen April und September durchgeführt. Auf gar keinen Fall nach September, das ist viel zu gefährlich, weil jeder Schnitt ja auch ein Eingriff ist. Es ist eine kleine Wunde, den man seinen Gehölzen zufügt. Und da ist die Gefahr, dass sie Frostschäden bekommen durch diese Eintrittspforten der kleinen Wunden, die ist einfach viel zu groß. Also wirklich nur bis hin aus, also einschließlich September kann man es noch machen, danach sollte man es nicht mehr tun. Und wie oft da tatsächlich, das hängt wirklich so von verschiedenen Faktoren ab. Also man sagt, man soll mindestens zweimal jährlich schneiden, mindestens. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass es öfters sein muss, je nachdem, wie stark und wie doll er halt quasi sich entwickelt. Es kann mehrfach notwendig sein, weil je mehr man entfernt, desto buschiger wird er und desto schneller wächst er. Dann kommen Sachen hinzu wie Standort, wie Wasser, wie viel Wasser hat er aufgenommen, wie viel Nährstoffe hat er. Also es kann durchaus sein, dass man so ein Formgehölz, wie er sich ja nun hier auch nennt, dass man das wirklich dann 3-4 Mal im Jahr schneiden muss. Wichtig, egal wie oft man es schneidet, wichtig grundsätzlich ist es entweder an trüben Tagen, so wie heute, hier ist weit und breit keine Sonne zu sehen, an trüben Tagen oder in den Abendstunden. Wenn in der prallen Sonne geschnitten wird, dann kommt es automatisch zu Verbrennung. Da sind wir wieder beim Thema halt diese kleinen Wunden, die wir dem zufügen. Und die, an diesen Stellen wird es einfach verbrennen. Wird es gelb, es wird braun, es ist kaputt. Darf auf keinen Fall sein. Und auch nicht bei Feuchtigkeit. Es macht auch keinen Sinn zu sagen, okay, ich schneide jetzt, jetzt regnet es nicht, aber eine Stunde später ist Regen angekündigt, ist genauso doof, weil das wiederum dann die Pilzbildung fördert. Neben dem gewählten Tag, witterungsbedingt, ist auch das richtige Werkzeug von Bedeutung. Also es kommt immer auch so ein bisschen darauf an, wie groß so ein Formgehölz tatsächlich ist. Es gibt wunderschöne, so große elektrische Heckenscheren, die nämlich zum Beispiel auch zum Hecke schneiden. Aber bei so kleinen Formgehölzen sind die natürlich sehr unpassend. Also der Etagenbaum, der würde ja einen Herzinfarkt kriegen, wenn ich da jetzt mit so einer 45 cm Heckenschere ankommen würde. Dafür gibt es halt sehr schöne kleine, so richtig kleine Heckenscheren. Das ist jetzt hier so eine akkubetriebene. Die ist ganz wunderbar. Die hat hier noch so einen zusatzkleinen Aufsatz, so ein kleines Muckelding. Also ich finde es jetzt viel für unpassend, weil ich sehr, sehr gerne halt mit so etwas, ja, aufwendigeren Geräten arbeite. Es ist auch sehr schön, dass man da kein Kabel dabei hat, weil gerade mit den Kabeln, wenn man sich da um so einen Etagenbaum da irgendwie rummuckelt, kann es leicht passieren, dass so ein Kabel mal durchgehauen wird. Also das ist so halt ein, finde ich persönlich, ein sehr wichtiges Accessoire. Es macht keinen Sinn, das muss man ganz klar sagen, es macht keinen Sinn, es mit einer gewöhnlichen kleinen Gartenschere zu versuchen. Da kann man mal so einen Muckeltrieb hier abschneiden, wenn man sagt, ja okay, er steht hier im Weg, der ist jetzt auch nicht gerade passend. Aber diese Formen, die man sehr gerne bei seinen Ziergehölzen haben möchte, diese Form kriegt man da nicht hin. Mir ist niemand bekannt, der es schafft, Kugeln aus kleinen Gartenscheren zu machen. Falls ihr jemanden kennt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich kenne keinen. Und auch ebenfalls wichtig ist so ein kleiner Fächer. Also ich finde es ganz, ganz toll, diese Handfächer. Ich mag die. Also der ist jetzt auch schon sehr in die Jahre gekommen. Ich mag ihn trotzdem. Wenn man da wunderbar dieses ganze Schnittgut dann immer so schön dann da so abfegen kann, dass dann diese fertig gestalteten und modellierten Kugeln, dass die dann befreit werden von dem Schnittgut. Wo wir auch schon beim Thema, ja, Schnittgut im Allgemeinen sind. Es hat ja nun die Tendenz, runterzufallen. Also mir sind keine Fälle bekannt, wo Schnittgut irgendwie nach oben fällt oder gleich in den Abfallsack. Es fällt prinzipiell nach unten. Und dann hat man es auf dem Boden liegen. Wenn es sich um Pflastersteine oder Ähnliches handelt, kann man das da schön fegen. Ich habe hier drunter Rindenmulch. Und es ist natürlich dann blöd, auf Deutsch gesagt richtig blöd, wenn da so kleine abgeschnittene
Pflanzenteile in dem Rindenmulch liegen, die dann einzeln immer aufgeklaubt werden. Und deswegen decke ich grundsätzlich immer den Boden ab. Und zwar, das sind jetzt hier alte Bettwäschestücke, die sowieso entsorgt werden müssen. Man kann es auch mit Plastiksäcken machen, mit so blauen Säcken halt irgendwie da unten hinlegen. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass das nicht so gut ist, weil sie sehr rutschig sind. Also ist jetzt nicht nur, dass man selber da eventuell ausrutscht und sich dann zu Tode blamiert, wenn man mitten in seinem Vorgarten dann da plötzlich mit einer Heckenschere auf der Erde liegt, sondern auch tatsächlich, die verschieben sich, also bei mir zumindest, die verschieben sich ineinander, untereinander, haben dann plötzlich Lücken zwischen sich, sodass dann ja das Schnittgut schon wieder auf dem Rinnenmulch liegt. Und das war ja nun gerade das, was wir verhindern wollten. Deswegen wird halt der Boden halt immer dann so schön hier abgedeckt, großzügig. Und auf der anderen Seite natürlich auch, weil man ja rund schneiden muss. Geht ja nicht anders. So, und dann kann man eigentlich schon anfangen. Und jetzt kommt so das Lustige dran, wenn man so Anleitungen liest, dann sagen sie ganz häufig, man fängt von oben an. Man soll Formgehölze grundsätzlich von oben nach unten schneiden. Ja, ich finde das insofern unlogisch, weil wenn ich oben anfange, fallen die abgeschnittenen Triebe fallen auf die unteren Kugeln und liegen dann darum. Das heißt, ich habe die dann da wieder. Müsste sie dort erstmal runterfegen, fangt dann erst an zu schneiden, ist doppelte, dreifache, fünffache Arbeit. Warum sollte man sich das antun? Also ich fange unten an. Ist generell immer, wenn ich hier meinen kleinen Muckel schneide, da wird immer unten angefangen. Und zwar also immer in der untersten Reihe. Und zwar auch an der untersten Stelle der Kugel. Ganz einfach. Immer von unten nach oben. Die erste Kugel, die ist jetzt schon, ja, kann man so sagen, so wie sie dann eigentlich auch sein soll. Ich schalte euch jetzt erstmal kurz aus, um euch nicht zu belästigen, wie ich noch 11 weitere Kugeln schneide, weil das, glaube ich, interessiert jetzt niemand. Und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis hinterher. Bis gleich. So, dieses Bäumchen ist jetzt fertig. Zumindest was vom Schneiden halt angeht. Jetzt kommt das, was ich sage, dass man diese kleinen Fitzeldinger da jetzt alle runterkämmt, runterfegt quasi mit dem kleinen Fächer. Und da sieht man dann ja auch noch, ob noch irgendwo nachgeschnitten werden muss. Also hier zum Beispiel sind hier eindeutig so zwei so eine Triebe, die noch ein bisschen gekürzt werden müssen. Und vielleicht an anderen Stellen auch noch. Ich meine so, ja, da unten ist noch eine. Also das muss man dann sehen. Das sieht man wunderbar, nachdem halt dieses Bäumchen quasi von dem Schnitt befreit worden ist. Dann kann man dann immer noch entscheiden, wo noch irgendwas nachgearbeitet werden sollte. So, und wenn man dann diese ganzen kleinen Muckelteile da runtergefegt hat, dann braucht man wirklich nur noch unten hier diese, ich zeig das hier nochmal, was da jetzt unten alles liegt. Schwupp, da diese ganzen, ne, das ganze Schnittgut da kann dann einfach eingesammelt werden und entsorgt werden. Und alles sieht wieder picobello aus, inklusive des Bäumchens. So, ich versuche euch das mal von allen Seiten zu zeigen, ohne dass ich hier so dolle wackle, weil das will ja auch kein Mensch sehen. Aber ich denke, das geht schon. Gar nicht so einfach. Zu gehen, nicht zu wackeln, nicht zu stolpern, das wäre ja auch peinlich, weil ich bin immerhin mitten in meinem Vorgarten. Aber so denke ich mal, habt ihr einen Einblick davon, wie dieses Bäumchen dann in komplett geschnittener Form aussieht. Und was ganz, ganz wichtig ist, niemals solche
Formgehölze schneiden, die jünger als 2 Jahre sind. Weil in dem Alter, da sind die damit beschäftigt, Wurzeln zu bilden. Die müssen Wurzeln bilden, weil sie wollen ja in der Erde einwurzeln, sie wollen ja wachsen, sie wollen kräftig werden. Und wenn man sie dann in irgendeiner Art und Weise schneidet, dann schadet man denen tatsächlich mehr, als es irgendwie nützen würde. Deswegen sollte man sie frühestens ab dem 3. Lebensjahr beschneiden und vorher einfach in Ruhe lassen. Ja, jetzt kommt auch gerade die Sonne raus. Das war jetzt genau das, was nicht passieren sollte, nachdem es hier wochenlang trübe ist, kam jetzt die Sonne. Ist leider nicht zu ändern. Ich hoffe, ihr habt trotzdem gemerkt, worum es geht und merkt euch, was wichtig ist. Und ich hoffe genauso sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Und ihr könnt es sehr gerne liken, ihr könnt meinen Kanal abonnieren und ihr könnt sehr gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen. Tschüss.